Herzlich willkommen zurück auf OE24TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir begrüßen recht herzlich die Staatssekretärin für Jugendangelegenheiten, Claudia Plackholm. Vielen lieben Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Die letzte Generation hat für Mai bereits diesen Störaktionsmonat angekündigt gehabt. Doch seit gestern gehen die Wogen besonders hoch, denn die Klimakleber haben hier sich festgeklebt und ein Rettungswagen konnte nicht einfach durchfahren, sondern es kam hier zu einer Verzögerung und jetzt steht im Verdacht auch, dass ein Mann aufgrund dessen verstorben ist. Wie sehen Sie diese Aktionen der letzten Generation? Ja, diese Klimakleberei sorgt seit Monaten für Chaos und in Wahrheit bedrohen sie auch die öffentliche Sicherheit. Und jetzt ist genau das eingetreten, wovor wir seit Wochen auch schon warnen. Nämlich, dass es auch Menschenleben kostet. Und auch wenn die Klimakleber immer klargestellt haben, dass sie Rettungsfahrzeuge durchlassen und dass ein Kleber in der Mitte nicht festgeklebt ist und die Rettungsgasse freimachen kann, sieht man genau, dass das in der Praxis gar nicht funktioniert. Nämlich, dass man sie genau zuerst einmal durchstauen muss, bis dass man tatsächlich zum Einsatz kommen kann. Es sind Einsatzfahrzeuge zu spät gekommen zu einer Reanimation und man sieht genau, dass man durch diese Demo-Romantik gar nichts erreichen kann, dass es nicht Menschenleben rettet, sondern dass es Menschenleben kostet am Ende des Tages und deswegen appelliere ich auch ganz klar ein weiteres Mal dafür, dass wir strengere Strafen endlich setzen. Woran hapert es momentan mit den strengeren Strafen? Sie geben da wahrscheinlich den Koalitionspartner die Schuld. Aktuell können wir den Klimaklebern nur mit Verwaltungsstrafen begegnen und in meinen Augen steht es in keiner Relation Verwaltungsstrafen von ein paar Euros im Vergleich zu dem, was die Einsätze auch kosten für die gesamte Exekutive. Es ist ja nicht einmal nur die Polizei mit betroffen, es sind Rettungsfahrzeuge betroffen. Es muss genauso die Feuerwehr auch ausrücken für die Klimakleber, wenn sie Öl beispielsweise verschütten und das steht in keiner Relation zu dem, was das einfach auch für den Steuerzahler bedeutet. Und deswegen brauchen wir hier klar strengere Strafen, wie es beispielsweise in Deutschland schon geht. Dort ist es unter anderem möglich, dass man bei wiederholter Bedrohung der öffentlichen Sicherheit auch Präventivhaft verhängt und dass man auch das Klimakleben selbst als Nötigung auslegt. Und das Innenministerium hat die letzten Wochen auch einen Vorschlag geprüft. Der liegt jetzt beim Koalitionspartner und ich appelliere ein weiteres Mal daran, dass wir jetzt endlich klare Schritte hier auch setzen, weil es nicht sein kann, dass über Monate hinweg eine Gruppe von Menschen die öffentliche Sicherheit bedroht und das mittlerweile auch Menschenleben kostet. Es gibt verschiedene Klimaschutzorganisationen, nicht nur die letzte Generation, zum Beispiel auch Fridays for Future, die bekommen gerade von der Jugend her immer mehr Zulauf. Haben Sie das Gefühl, das Thema Klimaschutz ist auch gerade für die Jugend jetzt ein sehr präsentes oder wird das wieder abflachen? Das Thema Klimaschutz ist definitiv ein Jugendthema und Gott sei Dank engagieren sich viele junge Menschen auch für den Klimaschutz und setzen hier wichtige Maßnahmen, haben gute Ideen auch für die Zukunft und leben das auch bereits. Aber wohin ich mich vehement auch abgrenzen möchte und was ich sehr klar unterscheide, ist, wenn man die öffentliche Sicherheit bedroht mit Klimakleberei. Das hat nichts mehr mit Aktionismus zu tun. Das ist Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und das kann man nicht einfach so stehen lassen. Klar ist es für junge Menschen sehr, sehr wichtig, für uns alle und es ist auch mir ein großes Anliegen, dass wir im Bereich Klimaschutz weitere Maßnahmen setzen, egal ob in der Mobilität, in der Energiewende, besonders auch in der Industrie und in der Wirtschaft. Da brauchen wir auch junge Menschen, wenn ich daran denke, dass wir erneuerbare Energien ausbauen. Da brauchen wir junge Fachkräfte in unserem Land, die das auch auf den Boden bzw. auf die Dächer in Österreich bringen. Und deswegen auch mein zutiefster Appell an die jungen Menschen, hier auch teilzuhaben in einem positiven Sinne und für den Klimaschutz miteinander was zu bewirken. Immer wieder wird als Kritikpunkt geäußert, die Politik würde nicht zuhören. Inwieweit, darf ich Sie auch als Jugendstaatssekretärin fragen, hören Sie denn zu? Hat man die Möglichkeit, auch da an Sie heranzukommen und mit Ihnen über die Anliegen zu sprechen? Ja, natürlich. Ich bin sehr, sehr viel im Kontakt, insbesondere mit jungen Menschen, egal ob in der Bundeshauptstadt Wien oder darüber hinaus bei Bundesländertagen und auch mit vielen unterschiedlichen Jugendorganisationen. Und man sieht gerade dieses Thema Klimaschutz und diese Geeintheit im Thema Klimaschutz, die eint sehr, sehr viele Jugendorganisationen, wo sie aber viele kopfschüttelnd abwenden ist, wenn es um Klimakleberei geht, weil das einfach der Sache absolut nichts Gutes tut und weil man in Wahrheit jegliches jugendliches Engagement auch ruiniert, wenn man ständig als Protestform in Wahrheit die Möglichkeit wählt, sie einfach mit Superkleber auf die Straße zu picken. Das tut der Sache absolut nichts Gutes, das bringt dem Klimaschutz genau gar nichts. Da gibt es Gott sei Dank viele andere Menschen in Österreich, besonders junge Menschen, die sich konstruktiv dem Thema auch widmen und die da auch teilhaben und ihre Ideen bestmöglich auch umsetzen können. Abgesehen vom Klimaschutz, wo sehen Sie gerade die größten Herausforderungen auch für die Jugend in Österreich? Ich sehe es als eine der drängendsten Herausforderungen, dass wir junge Menschen auch wieder
zeigen können, dass man mit Arbeit etwas Sinnstiftendes auch schaffen kann, dass man sie auch eigene vier Wände früher oder später schaffen kann. Wir haben aktuell einen riesengroßen Fachkräftemangel, der wird uns noch einige Jahre begleiten aufgrund der demografischen Entwicklungen. Und darum halte ich die Diskussion ein bisschen für falsch, wenn wir jetzt über Vier-Tage-Woche reden oder Work-Life-Balance. Gott sei Dank gibt es junge Menschen, die bereit sind zu arbeiten, die bereit sind reinzubeißen. Aber ich finde, wir müssen auch die richtigen Rahmenbedingungen und Anreize setzen. Weil wenn mir heute ein junges Paar erzählt, dass beide 40 Stunden arbeiten und es wird sie nie und nimmer ausgehen, dass man sie irgendwann den Traum vom Eigenheim, von der Eigentumswohnung oder vom Haus erfüllen kann, dann müssen wir auch steuerliche Anreize setzen, nämlich dass sie die junge Familie oder junge Menschen generell Grunderwerbsteuer, Nebengebühren sparen können, weil das schon ein zentraler Motivator wäre, wenn ich mir früher oder später Eigentum schaffen kann, wenn ich arbeiten gehe. Nicht jeder kann sich, auch wenn er Vollzeit arbeiten geht, auch früher oder später Eigentum leisten. Es gibt sehr viele, die natürlich auch in Mietverhältnissen sind und bleiben möchten. Inwieweit kann man da jetzt auch auf vielleicht Studien im Ausland zurückblicken? Denn gerade, was Sie angesprochen, diese Vier-Tage-Woche soll ja laut Studie auch durchaus bessere Werte auch für die Arbeitgeber bringen. Oder sehen Sie das anders? Wie gesagt, ich finde die Diskussion ein bisschen zur falschen Zeit, ganz klar, weil wir haben einen extremen Fachkräftemangel, wir haben auch einen extremen Arbeitskräftemangel und gerade da brauchen wir ja junge Menschen, junge tatkräftige Menschen und da ist die Diskussion ein verfehltes Ziel absolut. Und ich muss sehr, sehr oft rechtfertigen, dass wir nicht die Generation Work-Life-Balance sind, was ja oft einer jungen Generation vorgeworfen wird, sondern dass es Gott sei Dank sehr, sehr viele junge Menschen gibt, die sich in unserem Land verwirklichen, mit selbstständiger Arbeit auch zum Teil, mit unselbstständiger Arbeit. Und das ist schön zu sehen, dass gerade viele junge Menschen da miteinander auch anpacken. Und da muss man auch, finde ich, Arbeit wieder als etwas Positives darstellen. Mhm. Weil gerade von Seiten der Opposition oft auch seit Jahrzehnten uns eingeredet wird, Arbeit ist etwas Furchtbares. Die Pensionierung ist dann gewissermaßen die Erlösung davon. Und gegen dieses schlechte Image in Wahrheit müssen wir ankämpfen, weil Arbeit etwas zutiefst Sinnstiftendes ist. Man kann Teil eines großen Ganzen sein und einen Beitrag zum Klimaschutz beispielsweise leisten. Und junge Menschen haben gerade die Auswahl, welchen Arbeitgeber sie auch ganz klar wählen, der genau diese Ziele auch verfolgt. Und Arbeit hält erwiesenermaßen auch gesund, mental wie körperlich. Es zeigt sich teilweise in der Gesellschaft durchaus auch Politikverdrossenheit. Wie steht es jetzt derzeit um die österreichische Jugend? Ist man interessiert an Politik? Wir haben letztes Jahr das Jubiläum 15 Jahre Wählen ab 16 in Österreich gefeiert. Und zu diesem Anlass habe ich einen Jugenddemokratie-Monitor in Auftrag gegeben. Und der hat sehr klar gezeigt, dass beinahe 90% der jungen Menschen in Österreich Interesse an der Politik haben. Also man kann sich mal definitiv nicht darauf hinausreden, dass einfach keine Lust da ist, über Politik zu sprechen. Ganz im Gegenteil. Aber wir müssen ganz einfach auch die Sorgen und Anliegen der Jungen ernst nehmen. In allen Gremien, auf allen politischen Entscheidungsebenen. Und das ist auch ein riesengroßer Auftrag auf meiner Seite. Ich bin der Überzeugung, das Vertrauen, das verloren gegangene Vertrauen in die Politik kann man nur zurückgewinnen durch harte, redliche Arbeit, indem man die Dinge auch auf den Boden bringt. Und gerade als Jugendstaatssekretärin ist es mir auch wichtig, so immer im direkten Kontakt mit jungen Menschen zu sein. Das geht auf der einen Seite über Social Media, Gott sei Dank, sehr, sehr einfach. Aber auch das direkte Gespräch immer zu suchen, so wie man es vielleicht aus der Kommunalpolitik kennt, dass der Bürgermeister mit den älteren Menschen am Stammtisch im Wirtshaus im Austausch ist. Genauso muss man es als Jugendpolitikerin auch pflegen und junge Menschen vor allem auch einladen, teilzuhaben und mitzumachen und die Zukunft mitzugestalten. Dann darf ich Sie gleich darauf ansprechen. Gestern hat Innenminister Gerhard Kahner bei den Doorsteps vor dem Ministerrat auch bekannt gegeben, TikTok auf Diensthandys bei Bundesbediensteten, damit soll Schluss sein. Sie sind relativ viel auf TikTok auch unterwegs. Wie werden Sie das in Zukunft handhaben? Nachdem ich rein ein privates Handy verwende und nur auf meinem privaten Handy auch auf TikTok eingeloggt bin, werde ich es bei dem belassen und genauso weitermachen, weil ich es, wie gesagt, nur auf meinem privaten Handy verwende und da auch keine Daten vom Bundesrechenzentrum oder wo auch immer irgendwo auch nur damit in Berührung kommen. Sie sind relativ viel auch im Ausland unterwegs gewesen. Was haben Sie da mitnehmen können für die österreichische Jugend?
Ich war vor 2 Wochen in den Vereinigten Staaten von Amerika, habe dort an der UNO-Jugendkonferenz teilgenommen für unser Land, wo es um das Thema Klimaschutz durch Innovation auch gegangen ist. Also gerade wie wir auch die jungen Fachkräfte heute schon ausbilden können und auch ausbilden müssen, wenn wir die Energiewende, die Transformation in der Industrie auch schaffen wollen. Das wird nur mit jungen Menschen gelingen. Und da sind wir in Österreich auch Vorreiter, was das Thema Lehre und duale Ausbildung betrifft. Wir haben bereits auch Green Jobs geschaffen, die man im Alter von 15 Jahren erlernen kann mit der Lehre. Und es ist ja schön zu sehen, wie ein riesengroßes Land wie die USA nach Österreich blicken auf unser Erfolgsmodell Lehre. Es waren vor wenigen Monaten auch eine Delegation mit dem US-Arbeitsminister in Oberösterreich unterwegs. Die haben sich in der Voestalpine in Linz die duale Ausbildung angeschaut und bei meinem Gespräch beispielsweise mit dem Jugendstadtrat von New York haben wir festgestellt, dass das bereits erste Früchte trägt und dass sie im Herbst parallel zur Highschool einen ersten Jahrgang auch schaffen, wo die duale Ausbildung nach österreichischem Vorbild gelingen wird. Also wir gelten hier international als großer Vorreiter und wir haben uns auch viel mitnehmen können, gerade im Silicon Valley, was neue Arbeitswelten auch betrifft, wie das in Zukunft ausschauen wird und wie wir vor allem unsere Betriebe darauf fit machen können. Die größten Herausforderungen in den kommenden Jahren für die Jugend sehen Sie worin? Ich sehe die große Herausforderung darin, dass man jungen Menschen wieder eine Perspektive gibt. Eine Perspektive, dass man sich etwas schaffen kann in unserem Land, wenn man an die Zukunft auch denkt. Wir haben vorher über Fachkräftemangel gesprochen, über die Motivation, die ja irgendwo gerade fehlt, arbeiten zu gehen. Und ich habe die Sorge, wenn wir da jetzt nicht die richtigen Anreize setzen, dass wir in ein paar Jahrzehnten, wenn wir in Pension gehen, die Gefahr haben, dass die Menschen weder ordentliche staatliche Pension haben, weil sie über längere Zeiträume nur Teilzeit eingezahlt haben oder nur 30 Stunden gearbeitet haben, nur die Möglichkeit gehabt haben, sie Eigentum in dieser Zeit logischerweise auch aufzubauen. Und das ist ja auch eine Form der Vorsorge, der Absicherung. Und deswegen plädiere ich auch so sehr darauf, dass wir nach Abschaffung der kalten Progression, die ein riesengroßer Meilenstein gerade für junge Menschen auch ist, eine Steuererleichterung, eine spürbare Steuererleichterung für junge Menschen ist, dass wir nachdem auch den nächsten Schritt setzen, indem wir beispielsweise auch Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühren, also diese staatlichen Nebenkosten und Gebühren für junge Menschen, junge Familien in Wahrheit streichen.